Herzlich willkommen zu den Worst News am Samstag, dem Format mit dem wöchentlichen Rückblick zu den Neuigkeiten über Star Citizen. Der aktuelle Live-Patch ist immer noch die Alpha 3.17.1 und das PTU schreibt die 3.17.2 und ist mittlerweile seit so circa einer Woche für alle Bäcker offen. Bevor es losgeht mit unseren Hauptthemen, kommen wir zur Kategorie Kurz und Knackig. Sei selbst das Wunder, nach dem Zitat von Bruce Nolan, ist auch die Bar Citizen World Tour zu verstehen, die ja von Cloud Imperium Games vor ein paar Monaten angekündigt wurde. Viele haben gedacht, juhu, Cloud Imperium Games organisiert jetzt ganz viele Bar Citizens auf der ganzen Welt. Ich muss nur ins Spektrum die Stadt schreiben und dann läuft das schon. Aber so ist das leider nicht zu verstehen. Ich hatte das ja bereits schon mal angekündigt hier in den Worst News, aber ich möchte das gerne nochmal wiederholen. Ihr müsst im Spektrum unter Meets Up beispielsweise eine Bar Citizen anmelden, dort das Ganze dann auch am besten organisieren, dass die Leute sich dort anmelden und wenn dann eine gewisse Kapazität an Menschen dort auftauchen, sich angemeldet hat und das eine gewisse Größe erreicht, dann tauchen dort auch Cloud Imperium Games Mitarbeiter auf. Das kann mal der Ulf sein, vielleicht auch mal der Chris, vielleicht auch mal der andere Chris, ne? Man weiß es nicht so genau, euch dort besuchen, mal anzustoßen, ein bisschen über Star Citizen quatschen und so weiter und so fort. Also, wisst ihr Bescheid. Dann gibt es zurzeit von CIG schon offiziell bestätigte 100-Personen-Server, die unter dem Player-Capacity-Server-Tests laufen und die, wie ich es mitbekommen habe, auch schon sehr, sehr gut funktionieren. Ob die jetzt mit der 3.17.2 zu erwarten sind, glaube ich nicht. Oder vielleicht doch, müssen wir einfach mal abwarten. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Von 50 Spieler auf 100 zu kommen, wäre schon sehr, sehr schön. In dem Zuge hat Terada, ein Streamer aus Frankreich, ein wirklich beeindruckendes Video mit 100 Leuten beim Eintritt in die Atmosphäre von Mycotech aufgenommen. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Das Ding ging bei Twitter wirklich durch die Decke. Jeder hat irgendwie dieses Video restreamt und mit Musik hinterlegt und so weiter und so fort. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend aus, wenn da mal wirklich viele Spieler, ob es jetzt wirklich 100 sind, ich habe nicht nachgezählt, da in die Atmosphäre eintauchen. Das ist schon wirklich beeindruckend und ich kenne nichts Vergleichbares, wo man sowas mal sieht. Also wirklich sehr, sehr, sehr fantastisch und das macht auch wirklich einen sehr, sehr sabberigen Mund, wenn man so an die Zukunft denkt, was da noch so alles kommt. So 1000 Spieler treten in die Atmosphäre ein. Wahnsinn! Dann diesen Samstag, nun endlich die Bad Tasty Party mit dem Crash Academy Network. Ab 21 Uhr live auf Twitch und YouTube und hierzu gibt es sogar einen kleinen Trailer für euch.
Und wo wir schon mal bei Trailern sind, auch der Rich Spencer hat seinen dritten Teil, naja, ich will nicht sagen fast abgedreht, aber er ist auf einem guten Wege. Was er auf jeden Fall für uns hat, ist ein kleiner Trailer. Wer bereits schon Abonnent von Rich Spencer ist auf seinem YouTube-Kanal oder gestern bei Sitkos Stammtisch, wer dabei war, der kennt diesen Trailer natürlich schon. Aber für alle anderen, die ihn noch nicht gesehen haben, ich wünsche euch viel Vergnügen. Sind Sie? Haben Sie was herausgefunden? Moiblin, und du hast mir gerade noch gefehlt. Ja, Rich, mega cool und ich kann euch verraten, das ist nur die oberste Spitze des Eisbergs, die hier angekratzt wird. Das Ding wird wirklich mega cool, aber auch nicht anders zu erwarten. Dann der letzte Punkt, zu kurz und knackig. Das Death Valley Race 2952 ist in Planung. Kommt zu uns in den Discord und meldet dort euer Team an, wenn ihr mitmachen wollt. Anmeldeschluss ist der 19.8. Das Rennen startet eine Woche später am 27.8. Alle weiteren Infos bekommt ihr auf Sitkos Reststop. Oder ihr schreibt mich direkt an, wenn ihr Fragen habt. Das wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Event und ist auch das dritte. Wir haben schon zwei gemacht. Wenn ihr mal reingucken wollt, ihr findet das Ganze in der Playlist der Co-op-Videos, müsst ihr mal durchgehen, Info steht Death Valley Race, dann könnt ihr euch das mal angucken, was da so abgeht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event. Und der Karolinger hat auch schon zugesagt, der wird auf jeden Fall mit ein paar Teams dabei sein. Und es wird auch wieder tolle Preise geben. Also freut euch drauf, es wird heiß. Jawohl, so macht man das. Bam, und erledigt. Oh, der hatte außer Luft raus, ey. Der Killer. So, dann war's das mit kurz und knackig. Die Links, wie gesagt, findet ihr alle in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr da nochmal hin zum Nachlesen. Und wir starten jetzt mit unseren Hauptthemen. Was haben wir? Wir gehen zuerst ins Spektrum. Dort gibt es ein Bar Citizen Event bei der Gamescom 2022. Das schauen wir uns kurz an. Leider gibt es immer noch kein Inside Star Citizen diese Woche und auch kein Star Citizen Live. Dafür gab es aber gestern das Battle of the Bricks, den Livestream. Dort schauen wir kurz rein und ganz zum Schluss gibt es dann noch ein klitzekleines Roadmap-Update. Ja, Freunde, und das war's auch schon mit der Sendung. Es ist im Moment nicht viel los, ist ein kleines Sommerloch. Viele sind wahrscheinlich auch im Urlaub und das ist auch gut so, Freunde. Starten wir heute mal mit dem Spektrum. Dort gab es einen Eintrag zu einer Bar Citizen, und zwar dem Bar Citizen Event zur Gamescom 2022. Clowned Imperium Games schreibt Folgendes dazu. Hallo zusammen. Die Gamescom 2022, die übrigens vom 24. bis zum 28. August stattfindet, steht vor der Tür. Und wir freuen uns darauf, alle Star Citizen Fans zu treffen, die nach Köln kommen. Unsere CIG-Mitarbeiter werden am Donnerstag, dem 25. August und Freitag, den 26. August, jeweils ab 19 Uhr deutscher Zeit beim Bar Citizen Event im Brauhaus ohne Namen anzutreffen sein. Kommt auf ein paar kühle Drinks vorbei und plaudert mit uns und anderen Citizens aus aller Welt. Das Bar Citizen Event findet statt im Brauhaus ohne Namen, Mathildenstraße 42 50 679 Köln. Den Link zu diesem Post findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Adresse dann nochmal rausholen. Ein wichtiger Hinweis: Der Veranstaltungsort hat eine begrenzte Kapazität, nämlich 100 Personen. Was bedeutet, dass wir nicht allen Einlass garantieren können. Kommt daher frühzeitig, denn die Bar Citizen wird nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst stattfinden. Wenn ihr die exklusive Banu Lockbox bisher verpasst habt, ist dies ebenfalls
eure Chance, sich eine zu sichern, da die anwesenden CIG-Mitarbeiter einige Codes mitbringen werden, die sie während ihres Aufenthalts in Köln verteilen werden. Wenn ihr sie also seht, zögert nicht, einmal Grüß dich zu sagen oder Servus. Ja, wie gesagt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Geht dahin, wenn ihr sowieso bei der Gamescom seid, ist das eine tolle Gelegenheit, mal ins Gespräch zu kommen mit ein paar CIG-Mitarbeitern oder einfach ein paar Freunden aus dem Verse mal mit einem kühlen Getränk anzustoßen. Und gestern Abend kam dann noch ab 19 Uhr live auf Twitch das Battle of the Bricks. EVE Online und Star Citizen traten gegeneinander an. Ein Vertreter von EVE musste eine Banu Merchantman bauen und ein Vertreter von Star Citizen musste eine Prime oder so bauen. Irgendein Schiff von EVE Online. Und das haben sie dann ja über diese vielen Stunden dann gemacht. Ich habe es selbst noch nicht komplett gesehen. Ich muss es selber auch noch nachholen. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn ihr diese Show nicht gesehen habt, guckt sie euch nochmal an. Klar, sie ist auf Englisch, aber viele Dinge, da braucht ihr eigentlich gar nicht viel wissen, was da gesprochen wird. Da zeigen einfach die Bilder schon alles, was ihr wissen müsst. Zum Beispiel musste am Anfang einer einen Chip essen mit der schärfsten Soße, glaube ich, die es gibt auf der Welt. Und dann gab es noch ein Science-Fiction-Quiz, wo unter anderem auch Fragen gestellt wurden, wo C3PO seine silberne Prothese hat. Ne? Ist das der linke, rechte Arm, der linke Bein, rechte Bein, sowas zum Beispiel. Und dann musste Jared Huckabee zum Beispiel noch den ekligsten, stinkendsten, schmeckendsten Fisch der Welt probieren, ne? Den Wolfsfisch. Das wurde alles übrigens ausgelost an diesem Rad da hinten. Dann gab es viele Giveaways. Es wurden Schiffe von Star Citizen verlost. Es wurden Schiffe von EVE Online verlost. Und diese ganze Stimmung, die Leute, das war einfach alles toll. Jared Huckabee war im Hintergrund noch mit dabei. Selbst Chris Roberts hat noch einen Mixer vorbeigebracht. Vielleicht kam er später auch nochmal raus. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz gesehen. Ich kann euch die Sendung, wie gesagt, nur ans Herz legen. Schaut es euch nochmal an. War wirklich eine tolle Sache. Das nächste Mal habe ich mir schon überlegt, wenn sowas nochmal kommt, dann werden wir live mit dabei sein und wir werden das Ganze co-streamen und einfach einen schönen Abend miteinander verbringen. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Und da sind wir auch schon beim Roadmap-Update von dieser Woche. Es gab gar nicht so viele Infos, aber nichtsdestotrotz, der Vollständigkeit halber, gehen wir das Ganze mal durch. Es gab einen Eintrag für die Release View. Die folgende Karte wurde zur Release View hinzugefügt, in Klammern sowie im Progress Tracker veröffentlicht und soll mit Alpha 3.17.2 veröffentlicht werden. Na, wer hätte das gedacht? Die Anvil Centurion. Bau, Implementierung und Balancing von Anvils Antiluftbodenfahrzeug der Centurion als Game Ready Vehicle. Ja, wir haben es ja schon gesehen, ne? Ein Fahrzeug auf der Atlas-Plattform aufgebaut, ähnlich wie die Ballista und die Spartan oder der Spartan mit einem Hammerhead-Turm obendrauf. Ne? Sehr, sehr cooles Ding. Für mich eigentlich fast das coolste von diesem 3 Vehikel. So, und dann gab es noch eine Info zum Progress-Tracker. Wie bereits im letzten Monatsbericht erwähnt, gibt es im Props-Team einige spannende Veränderungen. Ein Teil dieses Teams wurde in die Sandbox und Squadron 42 Art-Teams integriert, um enger mit den Bereichen Environment, Level-Design und Mission-Design zusammenzuarbeiten, um so die Effizienz zu steigern, ähnlich wie bei den kürzlich erfolgten Integrationen von Planet Content und Mission Content. Der Rest des Props-Teams ist jetzt das neue Interactable-Team, das ihr jetzt im Progress-Tracker finden könnt. Dieses Team wird sich darauf konzentrieren, das Universum mit Gegenständen und Objekten zu füllen, mit denen die Spieler direkt im Verse interagieren. Ein Beispiel dafür, woran das Team arbeiten wird, findet ihr in der letzten Star Citizen Live Game Dev-Episode, in der die Entwicklung eines solchen Interactables gezeigt wurde. Ja, wer sich nicht mehr daran erinnert, das war so eine Art Trageliege, die man ausklappen konnte und dann konnte man sich da irgendwo in der Wildnis hinlegen und ausloggen. Ne? Und das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Das geht schon so ein bisschen in Richtung Basenbau irgendwann mal. Ne? Sehr, sehr geil. Außerdem haben wir mit dieser Veröffentlichung den Quartal 3 Zeitplan der verbleibenden Downstream-Teams zum Progress-Tracker hinzugefügt. Ja, und das war's auch schon mit der Roadmap und auch mit den Verse-News für diese Woche. Ja, viel war es
nicht, aber kein Star Citizen Live, kein Inside Star Citizen. Ich denke mal, nächste Woche wird das Ganze anders aussehen. Nächste Woche wird dann wahrscheinlich irgendwann auch die 3.17.2 live gehen. Da gehe ich mal von aus. Ein bisschen brauchst du noch. Ich denke mal auch, die NPCs brauchen noch ein bisschen. Auch das Event braucht noch ein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall diesen Monat noch. Dann haben wir das Ding und dann haben wir eine Menge neuen Content, auf den ihr euch freuen könnt. Morgen war ich nochmal mit Rotti im Verse unterwegs. Wir haben eine kleine Koop-Folge aufgenommen, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Wir haben nochmal einen Outpost besucht, haben dort eine Kiste abgeholt und was da alles passiert ist, könnt ihr morgen dann in der Koop-Sendung sehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Ich hoffe, bei euch hat sich auch ein bisschen abgekühlt. Bei uns auf jeden Fall. Ist ein bisschen angenehmer als 40 Grad plus 10 Grad in der Bude plus Rechner nochmal 10 Grad. Ne? Also Freunde, macht's gut. Tschüss.